Ich glaube, wir haben die Männer alle gerettet. Kommen Sie hier entlang. Hier drüben. Hören Sie mich, Commander. Ich wiederhole. Hören Sie mich. Hier, Shepard. Wie ist Ihr Status? Katastrophal. Commander, wann werden Sie eintreffen? Halten Sie durch. Wir sind unterwegs. Manek, wie ist unsere Geschwindigkeit? Bremsen online. Wir werden es überleben. Na toll. Vixis wird dafür bezahlen. Militärprozess oder gleich aufknüpfen? Wie soll Vixis damit klarkommen? Wenn wir ihn finden, fragen wir. Hier, Shepard. Ein paar Heuschrecken haben gerade jede Menge Feinde auf ihren Weg abgesetzt. Verstanden. Die Heuschrecke ist vor uns. Anscheinend zieht sie sich zurück. Beeilen wir uns. Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren. Ich versuche, die Emotionen und die Politik der Turianer zu durchschauen. Warum sollten sie die Unterstützung der Kroganer ablehnen? Die Feindschaft zwischen Kroganern und Turianern ist uralt und intensiv. Sie ist angeboren. Und ich brauche ihre Zusammenarbeit. Also sollten wir die Lage nicht komplizierter machen, als sie ist. Okay, es geht los! Volles Arsenal bereit! Thank you.
Gebiet gesichert. Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen. Sie meinen den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Es erfordert Mut, seine Fehler zuzugeben, aber man muss darüber hinwegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen. Aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen, genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte, sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was sie heute hier durchgemacht haben. Dieses Opfer wird ohne jede Ehre sein, wenn die Mission fehlschlägt. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessieren schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Commander, kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie mir den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Victus, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victus liegen im Karfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Informieren Sie mich, Hackett Ende. Primarch Victus. Beeindruckende Arbeit auf Tuchanka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch Victus, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen. Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich.
Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Aha. Sie haben mir nie gesagt, woher Sie das Gewebe nehmen wollen. Ist es fertig? Nein, Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht. Sie haben die Genophage doch schon einmal verändert, Mordin. Es muss einen Weg geben. Möglichkeit besteht immer. Aber zeitbegrenzt. Kann neuen Infektionsstamm nicht von Grund auf neu erstellen. Grundwasser zu langsam. Freiwillige Impfung riskant. Population zu verstreut für Luftübertragung. Außer, Moment, natürlich. Der Mantel, konstante Verteilung von Luftpartikeln. Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von Tuchaka gebaut. Auch von Torianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Sie hatten Glück, dass es funktioniert hat. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz Tuchanka mit Heilmittel bedecken. Der Salarianer ist klüger, als ich dachte. Das könnte funktionieren. Dann machen Sie jetzt alles bereit, Mordin. Los. Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Shepard! Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert. Und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tegel informiert. Klingt, als müssten Sie noch ein paar Knoten entwirren. Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen. Sie und Kaylee Sanders standen sich ja wohl nah. Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Kaylee und ich trafen uns vor fast 20 Jahren. Sie und ich standen uns mehr als nah. Sie vermisst sie. Ich sie auch. Das Ende der Welt erinnert einen daran, was man alles nicht gemacht hat. Vielleicht werden Kaylee und ich nach dem Krieg daran etwas ändern. Sie sehen sie bald wieder. Hoffentlich. Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem. Eine Galaxie voller verschreckter Bürokraten. Dafür haben Sie mich angeheuert. Eigentlich sollen Sie Reaper töten. Hoffentlich lenkt die Politik Sie nicht so sehr ab. Ich komme schon klar damit. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm? Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch nur, um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt, aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe. Der Tod hat Sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende.